Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Squad-Builder. Wir sind wieder am Start mit einem neuen Team, was ich euch heute vorstellen möchte. Und das Ganze ist heute so ein bisschen unter dem Stern der Winter-Upgrades. Nicht komplett, aber es hat zumindest einige Aspekte, die dabei sind. Es ist ein relativ günstiges Team für jeden. Für euch müsste sehr schwinglich sein. Es wird wieder genauso laufen, dass ich das Team vorstelle, meine Meinung dazu sage. Und dass ihr dann aus zwei Spielen die Highlights sehen werdet und euch so ein bisschen ein Bild machen könnt, wie dieses Team so performt. Bisher komme ich sehr gut damit zurecht. Ich habe noch nicht irgendwie 120 Spiele damit gemacht, aber es läuft recht gut und deswegen möchte ich euch das Ganze gerne mal präsentieren. Eben auch, weil, wie bereits angesprochen, es ein sehr günstiges Team ist. Man kann es sich ohne weitere Probleme leisten. Es hat keinen Spieler drin, der irgendwie extrem teuer ist. Es gibt aber natürlich Alternativen, die man da benutzen kann. Ich würde sagen, wir starten einfach mal durch und zwar mit dem Torwart. Zunächst einmal ganz kurz noch, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Links in der Videoschau zu Instagram auf jeden Fall auschecken. Dann auch zu Randyrun, Facebook und Twitter, auch da könnt ihr vorbeischauen für Münzen und so weiter und so fort. Natürlich Randyrun, eine Ansprechadresse bzw. eine Adresse, wo ihr auf jeden Fall mich mit unterstützen könnt. Wir starten durch und zwar haben wir im Tor den ersten geupgradeten Spieler und zwar Alphonse Areola oder Alphonse, wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Der spielt beim FC Villarreal, ist eine Leihgabe von Paris Saint-Germain und wurde geupgradet von der Silberkarte zu einem 78er Goldrating, 82 Hechten, 83 Reflex, 1,91 groß. Sehr, sehr starker Keeper, kostet nur 750 Münzen, ist sehr jung und sehr gut, hat mir extrem stark gefallen, hat keine sonderlichen Fehler gemacht oder sowas, hat eher gute Paraden gezeigt und ist mit seiner Größe einfach auch, ja, beziehungsweise hat mit seiner Größe genau das, was man halt im Tor nun mal braucht in FIFA 16 Ultimate Team. Innenverteidigung besteht dann zum einen aus dem nächsten Upgrade und zwar Laurent Koscielny, beziehungsweise wurde der geupgradet? Ja, er wurde geupgradet auf 84, wird irgendwie jedes Jahr geupgradet. Und auf der anderen Seite haben wir, ja, einen französischen Innenverteidiger und, Quatsch, einen belgischen Innenverteidiger und zwar aus der Liga BBVA und zwar haben wir da Thomas Vermaelen vom FC Barcelona. Der ist 1,83 groß, leider Gottes, hoch mit Arbeitsraten, Linksfuß, war ja beim FC Arsenal ebenfalls mal aktiv, war damals noch richtig gut, mittlerweile hat er ein bisschen abgebaut, ist nur noch Ersatzspieler, beziehungsweise Ergänzungsspieler, 70 Tempo, 81 Defending, 76 Physis, beide physisch nicht so stark, aber relativ schnell mit 78 und 70 Tempo. Defending allgemein ist Koscielny natürlich besser, das zeigt sich auch in den 4 Ratings, aber ähnliche Spiele, abgesehen davon, dass Koscielny die deutlich besseren Arbeitsraten hat, mit Mittel hoch. Eine auffällige Sache ist noch die Größe. Ihr seht, 1,83 und 1,86 ist nicht normalerweise das Gardemaß für einen Verteidiger, aber die beiden kommen damit sehr gut zurecht und ich denke mal, gerade deswegen passt das auch an beide. Relativ gute Jumping-Werte, nicht die kopfballgefährlichsten Spieler, aber braucht man auch nicht, denn dafür können sie verteidigen und haben ein sehr gutes Stellungsspiel trotz der hohen Mittel-Arbeitsraten. Außenverteidiger haben wir auf der einen Seite Cesar Azpilicueta, der Linksverteidiger von FC Chelsea, und auf der anderen Seite haben wir nicht einen aus der Premier League, sondern einen Barceloniten und zwar nicht den Inform, sondern den normalen Dani Alves. Haben wir auf der linken Seite, wie gesagt, Azpilicueta, 80 Tempo, 84 Defending, 76 Physis, Mittel-Mittel-Arbeitsraten, was natürlich sehr stark ist für einen Außenverteidiger. 5000 Münzen hat er mich mal gekostet und zwar ja am Ende Oktober, ist also schon ein bisschen her. Ich habe seitdem mit der 8 Spiele gemacht, sehr beeindruckende Statistik. 80 Tempo hat er, 84 Defending, 76 Physis, wie angesprochen, sehr gute Werte für einen Außenverteidiger. Man kann da jeglichen geupgradeten Linksverteidiger aus der BPL in Spielen hinstellen, aber es gibt leider Gottes nicht so viele. Wenn man mal guckt, es gibt ein Upgrade, beziehungsweise es gibt eine Upgrade-Karte von Peters und ich glaube, das war es auch schon fast wieder und die sieht echt nicht so stark aus, aber man könnte es halt theoretisch machen, es wäre eine Möglichkeit. Ansonsten lasst Azpilicueta da, denn der spielt auch richtig, richtig stark. Zentral defensiv, ach ja, Quatsch, Dani Alves auf der rechten Seite, braucht man wenig zu sagen, ist normalerweise nicht gerade der Spieler, der für seine Defensivqualitäten bekannt ist. Mit hochgeringer Arbeitsrate ist es auch normal, aber 78 Defending ist trotzdem sehr stark. 69 Füße natürlich nicht so geil, aber er ist auch eher der Attacking Player. Er ist auf der rechten Seite der Unterstützer des rechten Flügelspielers, hat mir bisher sehr gut gefallen, was mich überrascht. Normalerweise mochte ich Dani Alves nie, aber dieses Jahr scheint er ganz stark zu sein und hat bisher sehr, sehr, sehr stark performt, weswegen ich den auch nur weiter empfehlen kann. So, jetzt kommen wir zu den beiden zentralen defensiven Mittelfeldspielen und da haben wir den nächsten richtig starken Spieler, den ich sehr mag, und zwar Aaron Ramsey vom FC Arsenal. Kann man natürlich die Inform-Variante nehmen, ich habe die normale Variante genommen. Und auch beim anderen Sechser gibt es theoretisch eine Inform-Variante, auch da habe ich mich für die normale entschieden. Das ist Raja Nainggolan von der Roma. Ja, beide mit sehr, sehr guten Werten, allround technisch 78 Shooting, 79 passende. Die einzigen Werte bei Nainggolan, die unter 80 sind, 84 Physis, der Keystat, beziehungsweise Standout-Stat bei ihm. Auf der anderen Seite haben wir Ramsey, bei dem ist es so ein bisschen das Defending, was ja so ein bisschen schwächelt, aber ansonsten auch sehr, sehr starke Werte. 69 Tempo ist nicht so
so langsam, fühlt sich zumindest nicht so an. 78 Shooting ist stark, 80 Dribbling, 79 Passen. Dazu hoch, hoch Arbeitsraten, ist vorne aktiv, hinten aktiv. Hat im ersten Spiel direkt mal 2 Tore gemacht. 1300 Münzen wert. Ist einfach ein guter Spieler, dem man jeglichen Positionen zutrauen kann, beziehungsweise den man überall auf dem Platz gebrauchen kann und überall findet. Und ist dementsprechend genau das, ja, Pendant quasi zu Radlan Agolano. Ja, hoch, hoch Arbeitsraten bisher für mich 18 Spiele, 7 Tore, eine Vorlage als zentraler Mittelfeldspieler. Ist das ein Ausrufezeichen? 7300 Münzen kostet der Kollege, beziehungsweise hat er mal gekostet, mittlerweile nur noch 2.000-3.000. Rechtsfuß, dazu leider keine Forster-Skills, nur 3 Stände Skills und 3 Stände Weakfoot. Ist eine geile Kombination auf der Doppel-8, beziehungsweise Doppel-6 in diesem Fall, denn die beiden sind einfach Allrounder und machen Spaß zu spielen. Zentral, defensives Mittelfeld ist abgeschlossen. Wir kommen zu den beiden Außenbahnspielern und da haben wir auf der linken Seite einen, der mal richtig krass war in FIFA 12 mit seinen Informs, und zwar Kevin Mirallas. Also bin ich jedes Mal, wenn ich den spiele. Und auf der rechten Seite haben wir das nächste Upgrade, und zwar ist das Zakaria Bakar, das ehemalige Supertalent von, PSV Eindhoven. Links, wie gesagt, Mirallas hat mir bisher dieses Jahr sehr stark gefallen, der Spieler, mit dem ich am meisten Spiele gemacht habe. 41 an der Zahl, insgesamt 20 Scorerpunkte, 9 Tore und 11 Vorlagen. Sieht ganz ordentlich aus, würde ich sagen, hat damals 8.400 Münzen gekostet, Ende ja, September, mittlerweile natürlich deutlich günstiger. Forster-Skills und Weakfoot, sehr starke Werte mit 88 Tempo, mit 83 Dribbling und mit 77 Shooting und Passen. Ist ein guter Allround-Flügelspieler, würde ich sagen, mit 63 Füßen, 32 Körpergröße, auch aus der physischen Hinsicht sehr stark, kann man auf jeden Fall machen. Bakali ist genau das Gegenteil, der ist physisch absolut schwach, aber ansonsten recht gut. 84 Dribbling, 88 Tempo, natürlich unglaubliche Beweglichkeit mit seiner 71 Körpergröße, 68 Shooting, 68 Passen. Man kann da theoretisch auch Ferreira Carrasco in Form hinstellen. Ich habe mir aber für Bakali entschieden, weil er ein Upgrade ist und weil ich halt auf Upgrades geachtet habe in diesem Team. Mittelgeringe Arbeitsraten ist okay für den Flügel. Forster Skills und Weakfoot auch. Ein Tor in 6 Spielen, 900 Münzen. Ist auf jeden Fall in Ordnung dafür, dass der gerade mal 20 Jahre alt geworden ist. Auf der 10 haben wir dann keinen Premier League Spieler, sondern einen Belgier, und zwar den nächsten aus der Serie A. Das ist Dries Mertens. Da könnte man theoretisch, eine Informvariante hat er gar nicht dieses Jahr bisher, sieht sehr stark aus von den Werten, 89 Tempo, 87 Dribbling und 80 Passen, dazu 78 Shooting auf der 82er Karte, sieht eigentlich schon zu stark aus für dieses Rating. Forster Skills Week wurde ebenfalls 1,69 groß, hochgeringe Arbeitsraten, 11 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen, 1500 Münzen, kann man auf jeden Fall so machen. Der war bei PSV Eindhoven genauso stark wie Bakali, hat sich damals da herausgestochen und ist zu Napoli gegangen, hat das nicht bereut, ist eine richtig starke Karte, genauso wie sein quasi Nachbildnis könnte man eventuell ihn nennen, Zakaria Bakali. Beide sehr, sehr stark und allgemein kann man diese offensive Dreierreihe hier definitiv benutzen. Stürmer ist dann einer, den ich richtig liebe, den ich dieses Jahr schon relativ oft gespielt habe, und zwar nicht die Upgrade, sondern die normale Karte. Michi Batshuayi ist ja bei Dortmund im Gespräch, hat im Winter ein Upgrade bekommen von 78 auf 79 plus 2 Shooting und das war es ansonsten eigentlich schon, plus 1 Physis und plus 1 Passen, aber trotzdem ist es eine 79er Karte und die hat bisher in 7 Spielen 3 Tore gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe auch noch die 78er Karte im Verein und die gefällt mir persönlich besser. Das liegt ganz einfach daran, dass sie ich weiß nicht, irgendwie einen besseren Eindruck gemacht hat. Hat zwar auch nicht die allerbesten Leistungsdaten, ne, im Vergleich zur 79er Karte vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter, aber irgendwie weiß ich nicht. Trotzdem 700 Münzen, natürlich, man nimmt die mit den besseren Werten, ist ganz klar, aber wenn euch die nicht gefällt, könnt ihr immer noch die non-upgraded Karte nehmen, das geht auch auf jeden Fall klar. Forster Week for 3 Stunden, Skills, mittelgeringe Arbeitsraten, das ist 85 groß, Kopfball stark, Schuss stark, relativ schnell, dribbelstark, alles, was man quasi braucht. Die Arbeitsraten nicht ganz ideal, Hochmittel wäre besser, aber auch so eine richtig starke Karte, und auch die kann theoretisch mit jedem belgischen Stürmer ersetzt werden, der im Idealfall natürlich nicht aus der, aus der BBL, beziehungsweise BVA, beziehungsweise Serie A kommen sollte, und da gibt es dann gar nicht mehr so viele, fällt mir gerade aus. Natürlich könnte man da einen Deportoir hinstellen oder einen Jellewossen oder, weiß ich nicht, einen Lesutta, aber das macht man natürlich nicht, einen Bojo im Idealfall auch nicht. Man könnte auch eine Legende vorne reinstellen, da wäre jede Legende möglich, aber ja, Batshuayi hier ist auf jeden Fall ein guter Stürmer, deswegen kann man den auf jeden Fall da vorne drin lassen, und der hat bisher für mich relativ gut performt, weswegen ich zufrieden mit ihm bin. Das ist das Team, das habe ich bereits auch im Pinkslip-Match gegen den Kollegen, habe ich das überhaupt benutzt? Das habe ich nicht benutzt, nicht im Pinkslip gegen den MSK, könnt ihr auf jeden Fall nochmal angucken, findet ihr auf dem Kanal. Das ist quasi mein Fitness-Squad, das Team, was ich im Pinkslip benutzt habe, ist jetzt hier auf der Bank. Ist auch ein starkes Team und die beiden zusammen kosten vielleicht zusammen 30.000. maximal, also sind beide extrem stark und von der Leistung her auf jeden Fall in Ordnung, sogar für die Liga, denke ich mal, lange war, auch wenn ich momentan nur Head-to-Head beziehungsweise Online-Freundschaftsspiele spiele. Gut, das war's von diesem Video, beziehungsweise von dem Team. Ich hoffe, euch gefällt. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare Verbesserungsvorschläge beziehungsweise was ihr gerne mal an Squad-Bildern sehen würdet, und ich hoffe, ihr habt jetzt viel Spaß bei den Highlights aus den beiden Spielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao. Don't look back.
here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline, to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die, looking through the iris of a brand new life. And so just find me, just find me. Sparks will fly if we scream no. This is not. We'll never grow.